Ja, guten Morgen und herzlich willkommen wieder hier zurück bei einem neuen Reisetagebuch von Neuseeland Südinsel. Wir sind jetzt aufgewacht mit diesem Blick hier. Oh, und ich bin mal kurz ein Stück vorgelaufen hier auf diesen Felsen. Und da oben, da haben wir geschlafen. Jetzt geht's weiter ins Auto und wir fahren noch weiter südlich zu den Catlins, zu so einem berühmten Leuchtturm und so weiter. Heute wird es etwas entspannter. Dementsprechend wird auch in dieser Folge wahrscheinlich noch mal was von morgen und übermorgen drin vorkommen, weil nicht ganz so viel auf dem Plan steht. Die letzten Tage waren auch schon ziemlich ereignisreich, wie ihr ja vielleicht schon in den folgenden Videos gesehen habt. Also viel Spaß bei dieser neuen Folge aus Neuseeland. Und wir starten direkt mit einem Rückblick auf den gestrigen Abend. Nachdem wir in dieser Unterkunft mit dem sensationellen Blick über diese Küstenlandschaft einchecken durften, haben wir gedacht, wir machen noch einen kleinen Ausflug. Es geht nach Mosgiel in der Otago Region und die Fahrt dahin war schon bombastisch. Grüne Felder, soweit das Auge reicht, dazu diese Hügel, Schafe überall. Ich war quasi schon im Auenland. Das Ziel war aber eigentlich nur schöner, feiner, frischer Einkauf für unser Abendbrot. So, es ist angerichtet. Das Abendbrot kann losgehen. Schöne Wraps. Bisschen was von diesem ungesunden Zeug hier hinten. Da gibt es immer so Teigschnecken, alles Weizen vom Feinsten. Selbstgebackene Kekse hier von der Hausherrin, die uns das verbietet hat. Ja, die Scheiben sind nicht ganz so sauber, aber wenn man hier mal einen Schritt rausgeht. Oh, das ist Abendbrot mit Ausblick. Nach diesem kurzen Rückblick befinden wir uns wieder im zeitlichen Hier und Jetzt und erreichen soeben das weiter südlich gelegene Kaka Point. Unser Ziel ist, ein bisschen die Schnelligkeit aus unserer Reise zu nehmen. Nachdem wir gestern und vorgestern schon so viel erleben durften, steht jetzt hier ein wenig Entspannung an. Wir haben ein ganz, ganz kleines Apartment gemietet mit einem schönen Blick über den Garten, wenn man ein bisschen weiter schaut, sogar bis aufs Meer. Neben Tagebuch schreiben, Buch lesen, Seele baumeln lassen, steht aber trotzdem noch ein kleines Highlight an. Wir fahren rund 20 Minuten mit dem Auto direkt an der Küste entlang, bevor wir dann an einem kleinen Parkplatz gelegen, wieder aussteigen und ich sage mal rund 1 Kilometer Fußweg vor uns haben. Und der, liebe Leute, lohnt sich, denn zu Gesicht bekommt man jetzt hier den Nugget View Lighthouse mit Blick, wenn man jetzt ganz weit schauen könnte, bis nach Chile oder wenn man etwas weiter nach rechts schaut, bis in die Antarktis. Und auch wenn es sich bei diesem Lighthouse und insgesamt bei dieser beeindruckenden Atmosphäre um einen sehr, sehr beliebten Fotospot für Instagram und Co. handelt, ist insgesamt ziemlich wenig los. Und das trotz traumhaftem Wetter. Das liegt daran, dass wir so ein bisschen die Route, die klassische Traveler-Route verlassen haben und uns in einem Bereich befinden, wo nur wenige Touristen unterwegs sind. Wenn man dann die Straße ein paar hundert Meter wieder zurückfährt, erreicht man die Roaring Bay. Und in der Roaring Bay gibt es so ein kleines Beobachtungshäuschen. Und wenn man da Glück hat und ganz genau hinschaut, hier in der Mitte vom Bildschirm sieht man so einen schwarzen Pixel wandern, dann sieht man einen ganz, ganz seltenen Pinguin, der jetzt hier gerade zu seinem Nest watschelt. Also noch ein kleines Highlight nach dem großen Highlight. Und damit der Tag auch so mit einem richtig schönen dritten Highlight zu Ende geht, haben wir uns nochmal im ortsansässigen einzigen Restaurant eingebucht und mit Blick aufs Meer hier ein ganz, ganz tolles Dinner genießen dürfen. Also schöne Empfehlung, Kaka Point, das ist eine richtig tolle Ecke. Das ist arschkalt hier. Näher an die Antarktis kommt man, glaube ich, gar nicht. Bisschen geht noch. Und ich habe überlegt, hier noch baden zu gehen. Das habe ich mir zum Glück jetzt anders überlegt. Das war Kaka Point. Kaka Point, wirklich auch wieder eine Empfehlung. Herrlich. Das einzige Restaurant im Ort, wunderbar. Nicht ganz günstig, aber richtig lecker. Lighthouse, wunderbar. Und auch die Fahrt hierher, lohnenswert. Also, ab zur nächsten Station. So, die Karre steht bereit. Wir sind wach. Es geht auf die nächste Strecke, noch weiter gen Süden.
da kommt die Fahrerin. Oh, die Fahrerin hat eine Karte ergattert. Super. Auf geht's. Nach zwei sehr entspannten und schönen Tagen in Kaka Point bewegen wir uns weiter auf der Southern Scenic Route Richtung Süden. Dort kommt man zwangsläufig am Florence Hill Lookout vorbei, wenn man die Cathedral Caves ansteuert. Aber das ist nicht alles. Wir befinden uns auf privatem Maori-Gelände und sind kurz davor, die Cathedral Caves für $10 pro Person zu betreten. Doch damit ist die Anreise noch nicht zu Ende und man muss noch einen ordentlichen Fußmarsch hinten dranhängen. Ein kleiner Hobbit. Hier könnte jetzt auch dieser schwarze Reiter ungefähr stehen und hier sitzen dann hier die Hobbits. Das würde schon passen. Setz dich da mal hin. Nachdem wir dann rund 20 Minuten durch dichten Dschungel gewandert sind, eröffnet sich dieses Bild. Wir sind direkt am Wasser und marschieren auf die Cathedral Caves zu. Cathedral Caves sind genau genommen eigentlich gar nicht mehrere Höhlen, so wie ich es jetzt gesehen habe, sondern es ist eigentlich eine lange U-förmige Höhle. Hier marschiert man in den großen Schlund rein, der bei Flut auch angeblich bis zur Hälfte gefüllt ist. Man kann hier richtig weit reinlaufen, es wird immer dunkler und wenn man dann unten durch das U durch, durch die Kehre durch ist, kann man quasi auf der anderen Seite wieder nach draußen laufen, langsam. Ein Licht am Ende des Tunnels und dann ist man wieder am Strand. Ein richtig schöner Ort, sehr beeindruckend. Man muss aber dazu sagen, die Bilder hier sehen so aus, als wäre da kaum jemand anderes vor Ort. Da war richtig viel los, obwohl man $10 Eintritt zahlen musste. Wer also vor dieser Kulisse ein Foto von sich ganz allein haben möchte, der sollte sich mit Photoshop auskennen oder vielleicht auf Naturfotografie umschwenken. So, nach gut einer weiteren Stunde über ziemlich kurvige Straßen und wirklich wunderschöne Natur kommen wir dann hier an in Curio Bay, wie auch immer es ausgesprochen wird. Die haben ganz besondere Akzente, die Leute. Ja, und hier ist es nochmal wieder wirklich schön und man sieht auch vor allem schön Einheimische, offensichtlich ein Urlaubsziel. Hier im Dezember, Januar ist ja in Neuseeland auch vor Ort Ferienzeit und dementsprechend sind die alle am Campen. Ich glaube, Camping scheint hier insgesamt ein großes Ding zu sein, weil auf der gesamten Südinsel sind die Leute mit Wohnmobilen, Zelten und entsprechenden Wasserfahrzeugen dann immer unterwegs. Jetskis, Surfbrettern, Motorbooten und. Kurz nachdem ich dieses Video von der Bucht von oben aufgenommen habe, erblicke ich da so ein paar komische Schatten im Wasser und ich denke, Schatz, wir müssen los, wir müssen uns das angucken. Und je näher wir an die Sache rankommen, ja, desto klarer wird es, es sind Hektordelfine im Wasser und die spielen hier vor der Küste. Die ganzen Leute, die hier im Wasser sind, die registrieren das so Stück für Stück auch und merken, dass die Delfine da ihren Spaß haben und in den Wellen auf den Strand zu rasen. Also richtig schöner Anblick, tolles Erlebnis. Glück, dass wir da noch lang genug am Wasser waren. Noch eine schöne Portion Pommes für $5 und dabei nochmal hoffen, dass hier die Delfine vorbeikommen. Nochmal ein paar Kunststücke zeigen. Gerade sind sie da hinten. Wer viel fährt, muss auch viel tanken. Nicht gucken jetzt. Hier gibt es immer so Self-Serving-Stations. Das heißt, ne, wer das so aus dem Ausland schon öfter kennt, das ist hier häufig der Fall. Oh, da ist schon voll die Karre. Karte rein, Kreditkarte und dann voll pumpen. Und das war's. Aber wir müssen hier immer mal wieder tanken, weil hier in den kleinen Matze, da geht nicht so viel rein. Und es gibt auch nicht so viele Tankstellen überall. Du fährst weiter? Ich fahr weiter. Alles klar. Mit diesem letzten Tankstopp endet die Sightseeing-Tour des Tages und wir ziehen 3 Stunden bis nach Te Anau durch. Tada! Wir sind in Te Anau und packen die Sachen aus hier im Dusky Motels. Süßer kleiner Raum, zeige ich gleich mal kurz. Und hier sind wir jetzt 2 Nächte und morgen geht es zum Milford Sound. Schöne Bootsfahrt, schon weit im Voraus gebucht, weil ja hier jetzt heute Silvester ist und beziehungsweise morgen Silvester ist und da kriegt man hier wahrscheinlich dann nicht mehr so viele Sachen. Also jetzt einchecken hier Dusky Motels. Klein, aber fein. 35 Quadratmeter, kleine Küche, ganz wichtig für uns immer, Kühlschrank. Oh, heidi, damit man hier sich mal schön Wrap machen kann und so weiter.
alle Zimmer. Bedroom, Living Room. Wunderbar. Und wer jetzt denkt, ach wie schön, Urlaub, ständig irgendwie tolle Naturphänomene und Tiere, nix da. Zwischendurch steht auch einfach mal Wäsche waschen auf dem Programm, auch wenn man hier beim Trocknen mit einem schönen Kaltgetränk zuschauen kann. So, wunderschönen guten Morgen. Ha! Bisschen blauer Himmel, aber ja, Hochsommer hier und trotzdem 10 Grad. Also es ist richtig frostig. Drin in der Bude war ganz angenehm, da gab es so eine Heizdecke, also nicht ohne Grund. Und wir fahren jetzt los, ab in Milford Sound und da haben wir, wie gesagt, diese Bootstour schon im Voraus gebucht. Die steht jetzt als erstes an, irgendwie so 13 Uhr. Und danach wollen wir mal gucken, ob man noch irgendwo ein bisschen wandern kann. Also, auf geht's. Ich sag mal so, ursprünglich habe ich gedacht, wir steigen ins Auto, fahren 2,5 Stunden, steigen da dann aufs Boot und dann beginnt das eigentliche Highlight dieses Tages. Aber nix, Pustekuchen. Das Highlight beginnt viel, viel früher, eigentlich ab dem Moment, wo man hier den Nationaltag betritt oder aller spätestens hier am Monkey Creek, mitten im Fjordland. Wenn wir dann doch endlich aufs Boot steigen, dann kann ich sagen, steigert sich dieses Erlebnis nur noch um weitere Nuancen. Also zurücklehnen und hier genießen Milford Sound. Herzlich willkommen hier direkt aus dem Milford Sound. Ich bin schon leicht geduscht vom Wasserfall hinter uns und muss sagen, wow, Wahnsinn, richtig gute Bootstour. Das lohnt sich hier, ist ein Wasserfall nach dem nächsten, da ist schon der nächste. Also, absolute Empfehlung. Was ist los? Es ist alles heiß liegen. Milford Sound. Der absolute Traum für jeden Urlauber. Hast du Spaß? Wir müssen, glaube ich, fahren und dann werden wir ja, los. Ja, aber dann musst du erst mal einsteigen. Hey, du. Oh, mach mal die Tür zu. Mach mal die Tür schnell zu. Keine Keas füttern heißt es, keine Keas füttern. Nein. Hallo du, Hallöchen. Na? Das sind ja drollige Typen. Nee, die Tür zu. Aber auch wenn diese gewitzten Vögel durchaus lustig anzusehen sind, wir haben gelesen, man soll wirklich vorsichtig sein, denn eine gewisse kriminelle Energie in ihnen führt auch dazu, dass hier und da mal Autos zerrupft werden, um an Essbares zu gelangen. Guten Appetit. Herrlich, guten Appetit. Es gibt einen schönen Kinderfreizeittoast mit Chips. Dazu, wie heißt es noch, Bundaberg. Mhm. Und die Unterhosen wehen im Wind. So kann 2023 doch zu Ende gehen, oder? Mhm. Silvester, heute Abend wird gefeiert.
damit starten wir mit Vollgas ins neue Jahr, ins Jahr 2024. Und das kann man tatsächlich auch am anderen Ende der Welt ziemlich gut feiern. Hier in Teanau, zu unserem großen Glück, gibt es eine große öffentlich zugängliche Party im Stadtpark mit Musik, mit Essen, hier Hotdog, auch wenn mal ein bisschen anders verpackt, oder Donuts. Alles wirklich wie vom Feinsten. Wir lassen es uns schmecken, bestaunen so ein bisschen die feiernde Menge, die wohlgemerkt ohne Alkohol auskommt. Jedenfalls offiziell gibt es keinen Alkoholausschank. Und auch das anschließende Feuerwerk kann doch einiges. Herrlich, so startet man auch im Urlaub gut ins neue Jahr. So, guten Morgen und frohes neues Jahr. Es ist der 1.1.24, 12 Stunden schon vor euch Banausen da zu Hause. Und die Sonne lacht. Wir verlassen jetzt Teanau und fahren nach Queenstown und da aber erstmal vorbei und dann direkt nach Glenorchy, um da so ein bisschen den Scenic View zu genießen. Geht später nach Queenstown, da soll es einen Weltklasse-Burger geben, den müssen wir natürlich essen. Und abends wollen wir auf den Hill hinaufwandern und den Ausblick zum Sonnenuntergang genießen. Das ist der Plan für heute. Auf geht's! Und so starten wir in die letzte Etappe des heutigen Videos. Das Ziel ist eigentlich Glenorchy. Dafür passieren wir Queenstown zunächst und fahren entlang des Lake Wakatipu. Doch auf halber Strecke stellen wir fest, die Akkus sind voll, Eindrücke sind traumhaft, aber irgendwie müssen wir mal wieder kurz einen Gang zurückschalten und deshalb drehen wir um, behalten diese Blicke in Erinnerung und steuern direkt auf das Zentrum von Queenstown zu. In Queenstown fühlen wir uns nur so halbwegs wohl, denn es ist einfach eine volle Stadt mit vielen Leuten und deshalb fokussieren wir uns auf die wichtigen Dinge im Leben, auf das Essen. Und da steuern wir den Furch Burger an. Der soll legendär sein und das müssen wir testen. Finally! Rund eine Stunde in der Schlange da drüben bei Furch Burger und wir haben unsere drei saftigen Kollegen hier am Start. Was haben wir? Einen mit Sandbarsch, dann einen mit Ananas und Beef und einen mit Chicken. Auf geht's! Der Chicken Burger war schon hervorragend. Jetzt kommt der Cod Burger. Blue Cod, Sandbarsch. Ah, herrlich. Ja, fürs Finale. Für den Tropical Swine. Mit Ananas. Beef jetzt. Neuseeländisches Beef mit Ananas. Eigentlich sind wir schon satt. Aber es hilft ja nichts. Wenn man da schon eine Stunde in der Schlange steht, dann muss das sein. Oh, Mahlzeit! Von einer Schlange in die nächste. Wir sind verrückt hier. Eis. Doch bevor das Hungergefühl jetzt so richtig einsetzen kann, wollen wir noch mal eine schöne Kugel Eis von Patagonia nachschieben. Das lohnt sich wirklich. Doch damit Queenstown nicht nur in kulinarischer Hinsicht in Erinnerung bleibt, beginnen wir am Abend nochmal einen Aufstieg des Queenstown Hill. Wir haben gelesen, dass man hier einen traumhaften Sonnenuntergang beobachten können soll. Geschafft. Und heute bietet sich das wirklich an. Nach circa einer Stunde Marsch kommen wir also fast ganz alleine hier oben an. Und an dieser Stelle kann gesagt werden, das soll hier oben für uns persönlich ein ganz besonderer Moment bleiben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, gerne einen Kommentar da lassen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Teil aus Neuseeland.